so. Weiß ich nicht, wie groß das sein muss. Das könnte anfangen. Nee, nicht, okay. Das nicht so groß ist. Das ist okay, würde ich sagen, oder? Ja, so ist schön. Meinst du, vielleicht ein bisschen höher? So. Ja. So ein bisschen mehr vom Hintergrund. So ist doch schön. Your turn now. Ja, ich kann auch nichts verstehen. Kann ja auch dein, ich versuche es zu übersetzen. Denn ich verstehe nichts. You're the one that's gonna have to translate all the questions, so. Yeah, then. Go ahead. Now, are we ready? You're playing? Yeah. We are in the... This is April 12, 2012, in the historic workshop of Wolfgang Lynchmann in Kursdorf, Germany. Okay. Ja, das yes. Ist okay. Er sagt, wir sind hier bei Wolfgang Lynchmann in Kursdorf, an seinem Arbeitsplatz. Wolfgang, please tell me when you started and what was your job as an apprentice? Jetzt gerne, wenn du erzählst, wann du angefangen hast mit der Glasbläserei und was du während deiner Lehrzeit gemacht hast. Also angefangen habe ich am 1. September 1952. Bei der Firma Rudolf Bassler. In Anfang, in der Lehrzeit, haben wir ganz einfache Sachen gemacht. Also Spieße weggezogen, Glas auseinandergezogen, kleine Kugeln geblasen und dann ab und zu mal einen Ansatz und eine kleine Einschmelzung. And we don't need to translate. Wir übersetzen das alles später. Ja. When did you start making Crookes and Geissler Tubes? Wann hast du damit angefangen, diese komplizierteren Sachen zu machen, wie Crookes und Geissler? Also, ich habe 3 Jahre gelernt und nach 3 Jahren habe ich noch keine komplizierten Röhren machen können. Das fing an dann nach 5 Jahren ungefähr. Nach 5 Jahren konnte ich die Röhren dann machen, aber auch nicht die ganz schwer. Zum Beispiel die Röhre, die Braunsche Röhre. Die Braunsche Röhre. Braunsche Röhre musste ich mit meinem Meister machen und dazu helfen. Did you ever meet Rudolf Pressler? Hast du Rudolf Pressler jemals kennengelernt? Nein, also Rudolf Pressler ist gestorben 1938, da bin ich geboren. Ah, didn't know when he died, so aber I apologize. Ich habe seinen Sohn kennengelernt, der war mein Chef. Das war Arnold Pressler. And after Pressler, you said you worked for... I'm not going to pronounce the name. Company. For the other company. Nachdem du bei Pressler warst, oder dann Pressler wurde dann übernommen von einer anderen Firma? Ja, vom VEB Glimlampenberg Kursdorf. Und wann war das? What year? In welchem Jahr war das? Das war 1957. And then from there, when did you retire? Und was hast du zwischen dieser Zeit und bis zu dem Jahr, in dem du dich zur Ruhe gesetzt hast, gemacht? Ja, die physikalische Abteilung wurde beibehalten, also die blieb bestehen. Wir haben weiter Lehrmittel hergestellt, aber in den 60er Jahren kamen die Glykathodenröhre raus, die Barinsche Röhre oder auch die Braunsche Röhre oder das elektrische Radiometer und auch Spektralröhren und die haben wir hergestellt. Wir haben auch viel Export gemacht mit dieser Glykathodenröhre. Den ganzen Satz, die Barinsche Röhre, die Braunsche Röhre und was dazu gehört. Und du hast dich wann zur Ruhe gesetzt? Na, bis jetzt noch nicht. Nein. Ja, naja, zur Ruhe gesetzt. Also ich wurde 1998 wurde ich arbeitslos. Durch die Übernahme vom Privat, also von NABA zu Privat. Und
Diese Firma gab es 8 Jahre und 1998 war die bankrott und dann wurde ich arbeitslos. Ich wäre auch von einer anderen Firma dann übernommen worden wieder, aber es waren alles keine Fachleute und die hatten keine Ahnung von diesen Röhren und wenn man was sagt, und das wird nichts. When you were working, do you have any funny stories? Gibt's irgendwas, an das du dich besonders gerne zurückerinnerst oder irgendwas Lustiges, was du erzählen kannst aus der Arbeitszeit? Naja, ich wollte mal sagen, es war ein Kollektiv im Anfang, was es heute nicht mehr gibt. Es waren 15 Leute, die beschäftigt waren und die Glasbläser drinnen, wenn es bei denen, muss man sagen, gut lief, die Arbeit, dass nichts kaputt ging, so. Wir haben ein Lied gesungen, wie so ein Männerchor, und das war einmal frei. Was für ein Lied. Find out about it. Das weiß ich nicht, aber ich musste mit den älteren Leuten, also die alten Volkslieder. Ah, oh, okay. Kein spezielles Lied, sondern... Nein, an einem kühlen Grund, ja, da haben wir angestimmt. Und wir haben das mitgesungen. Das war einmalig. What were some of your duties as an apprentice? Because I remember him talking about it in the workshop. Was hattest du für Verpflichtungen als Lehrling? Was hast du außerhalb der Arbeit? Also außer der Arbeit haben wir aber mal Sachen gemacht, musste man auch noch was vom Betrieb machen. Wenn Betriebsschluss war, mussten wir die Lehrlinge dann den Betrieb auskehren mit dem Besen. Und wenn wir Berufsschule hatten und waren nicht im Betrieb, mussten wir anschließend auch im Betrieb und mussten diesen Raum dann ausgehen. I remember when you were giving the lecture last time at the museum, you said after hours you had to clean the floor, clean the benches for all the masters. Yeah. Genau, das sagt er. Das, also letztes Mal im Museum erzählt hat, dass das ja alles sauber machen muss. Jo. Ja, ja. Das gehört ja irgendwie zu eurem Pflicht. Das haben wir auch. Ich will nicht sagen, zu gerne gemacht, aber wir haben es gemacht. Und waren auch nicht direkt unglücklich drüber. Would you have traded what you know now? Would you done another profession? Wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, willst du immer noch Glasbläser werden? Na, wo man sagt, in so einer Abteilung ja. In so einer Abteilung, wo sowas gemacht wird, ja. Es gibt eben Artikel, wo man sich selber dran kämpfen muss, dass man sie fertig bringt. Move over here because he's always looking at you. Beate, ja, ist klar. Ja, ich muss nochmal. Das ist schlecht. Guck mal, Beate. Ja. Die hübscheste von uns. Ja. Aber die fragt dir nichts. She's better looking than we are. Yes, that's exactly what I said. Genau das habe ich auch gesagt. Sie ist die hübscheste von uns drei. Ja, komm, dann frag du jetzt. Macht ihr jetzt. Komm, jetzt kein Theater machen. Oh, what else? I don't know what else to say, Wolfgang, except I'm very happy to know you because I appreciate your art, and there's very few people in this world that still make Geissler tubes and practice this profession, and I'm very honored to know you. Er sagt, er weiß jetzt nicht mehr so genau, was er fragen soll, ja. Aber er will nur noch mal sagen, er freut sich unheimlich, dich kennengelernt zu haben. Und schätzt also die Arbeit, die du machst, unheimlich hoch ein, weil es nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die das überhaupt noch können. Also ich freue mich auch, dass ich ihn kennengelernt habe. Und ich freue mich auch, wenn ich ihn sehe und höre. Oh, he's very glad to meet you. He's very happy if you're here. If he's talking to you. Well, my friend Jeff in the United States is going to have a copy of this video because he's interested in your workmanship as well. You're important to him as well. Mein Freund Jeff Bahari, der bekommt eine Kopie von diesem Video, weil der sagt, er findet das auch so toll, was du hier machst. Mm-hmm. Ja. And that's all I have. Wolfgang, thank you. Danke dir. Danke dir. Danke schön. Danke schön. Danke dir. Verdammt.
Wolltest du irgendwas uns ein bisschen was zeigen? Oder? Nee, ach so. Naja, das wollte ich eigentlich immer anstellen dabei, dass man das sieht. Ich weiß nicht, ob man es noch drauf machen kann. Ja, klar. Ja? Klar. Wir wollen es mal probieren. Nur in einem kleinen Feuer. Ich wollte euch noch was zeigen. Ja, sieht man es leuchten. Oder wollen wir immer noch mal dran machen, wenn du. Ja? Oder ist es besser, wenn es dunkel ist, mit Fotografieren? Ich weiß es nicht. Also ich kann... Mach mal runter. Which radiometer is there? Einfach nur ziehen. Ja, ja. Oh ja. Unten, das ist mir nicht. Die Meter auf? Naja, das ist nicht das Berliner Fernsehturm, das ist dann umfällt. Warte mal, so. Ist das so? Mhm. Ist so besser, bitte. Jo. Okay. So, wollen wir die eine Röhre nochmal zeigen? Ich muss da was erklären mit dieser Röhre. Also das ist normale Geißröhre. Geißröhre. Ja. Hier ist Chenin drin. Ah. So, hier muss ich das Treibchen wieder anmachen. Okay. Ich glaube, die Gasflasche hat gerade aufgegeben. Ne? Nee, nee, die hat nicht aufgegeben. Es ist ein bisschen, wo man sagen, die Luft noch schlechter geworden. Und dann macht das ja, rein. Macht ja, ja. Wenn ein bisschen Sauerstoff fällt, das ist der Schelle dir. Ah. Aha. Also es ist fast wie ein Bora Bora, das Wasser. Nee, die wo wir sagen, ich dachte, ja, das Rot und wenn das Grün, wo wir sagen, das leuchtet das so und das sieht man beides, nur Rot gesehen. Aha. When you first made, I thought you would have green and red, but you only saw red. Ja. And so we changed it. Also hier ist, wie gesagt, das ist blau, Chenin. Und Oranglas. Oh, schön. Das ist eine besondere Farbe. Ja. So ein Türkis. Jawohl. Ah, shit. Ich habe gar nicht aufgenommen. Ja. Art. Ja. Ich war so mit dem Einstellen beschäftigt. Warte mal. Hat solche Lichter aufgenommen? Ja, kannst du mal ruhig. Ich probiere mal mit Leit, also mit Hochspannung. Ohne Funkenduktor. Shit happens. Did you forget to post record? Ich sehe, wie es da geht. Hm? You forgot to post recorder. Ja. Warte, machst du Licht aus? Ja. Ja, da ist ein bisschen mehr drauf. Guck mal. Da ist mehr drauf. Das ist natürlich auch hübsch. Hm? Ja, da ist mehr drauf. Ja, das ist, da ist mehr drauf. Noch mehr. Warte. So, können wir es weg. Bitte. Kannst du ruhig mal sagen, Frank. Die Röhren. Raus! Wow! Wow! Jetzt kann Weihnachten werden. Das ist ja irre. Hä? Oh. Die dynamische Geschwindigkeit. Ja. Das siehst du gar nicht hier in der Kamera. Wahnsinn. Hä? Das sieht man gar nicht in der Kamera.
erklärt doch so einen Zeitlupenmodus. Hast du den mal versucht? Nee, ich bin nie versucht. Versuch mal. Wie geht das? Näher ran. Warte mal, machen wir mal Folgendes. Das langsamer wird, ich mache mal außen wieder an, das von der anderen Seite schieben muss. Mhm. Kannst du mal verstehst? Dann kommt das mal ein bisschen zum Stehen und geht nach der anderen Seite. So, kannst du mal Licht machen bitte? Ja. So. So, jetzt kannst du wieder aufmachen. So, jetzt muss es mal zum Stehen kommen und dann geht es aber noch der anderen Seite. So, das war ganz kurz, wo es ein bisschen eine kleinere Geschwindigkeit hatte. Aber andersrum sieht es besser aus. Ja, ja. Jawohl. Ja, ja. Ja, können wir es noch einmal da zum Stehen bringen? Ja, machen wir mal an. Nee, war nix. Das war nur, ach, das war nur Angst. Bitte, hier nix. Nee, ich hab keinen Schlag gekriegt. So sieht schön aus. That's a pretty one, isn't That's it? Very pretty, very brilliant. So, wollen wir mal die modifizierte nehmen, der Hitoff. Modified Hitoff, too? Hm? A modified Hitoff. Wollt ihr es sehen? Ja. Ja. Funktioniert. So, komm mal aus. Schau mal raus. So. Also die Entladung ist wie bei der Hitoff'schen Röhre. Funktioniert. So. Nimm den längeren Weg, was du eigentlich Jawohl. Vermutest. Jawohl. Willst du auch filmen oder fotografieren? Habe ich schon. Hast du schon? Ja. So, machen wir mal bitte. Ich ja. So. Jetzt macht's hier. Obwohl der Elektrodenabstand derselbe ist. Das macht hier die Entladung. Jetzt verstehe ich auch, was damit erklärt wird, oder was? Ja, die sagen immer Kathodenschalten. Man muss sagen, hier ist ja immer eine Kathode. Und der Kathodenschalten ist 3 bis 5 cm. Irgendwie. Und wenn das enger ist, in deinem Kathodenschalten entsteht keine Entladung. Das brauchen die Elektronen zur Beschleunigung. Mhm. Und deshalb, wenn der, wo man sagen, im Zentimeter ist und das Glasrohr geht durch, da entsteht das nicht. Hier eine Entladung, hier auf der Strecke, entsteht es auf der Umwegstrecke. Das heißt, hilft sie auch. Ist das jetzt, weil das in der Mitte so aufgebeult ist? Oder? Ja. Ah. Jawohl. Genau so ist. Aber wenn wir es nur aufbeulen, hat das Glas nicht drin. Da sieht man auch nur die Entladung. Da sieht man nicht zwei Haare. So. Ja. So. Okay. So. Sehen wir, ob der locht oder nicht. Das gefällt mir nicht. Moment. Nee? Ja, du bist gar nicht. Nee. Ja? Okay, guck mal, oder? Ja. Mhm. Okay. Bedeutet das andere? Wow, ja.
Ja, guck. Ja, man sieht irgendwie noch eine Hälfte, oder? Nee. Gut, oder? Und? Okay. Yeah, you could have your own nice Gaspar Tube traffic light. There you go. Ah, da oben. Ja, das ist ja die Strecke und der Widerstand durch die zwei Glaswände, da ist schon hoch, nicht? Okay.